mit Blum und Untersander. Und das ist der Führungstreffer. 2:1, Ramon Untersander. Aus der Distanz mal abgezogen und diesmal hat es etwas mehr als eine Minute. 3:1 Untersander. Und dann landet die Scheibe im Tor. Ramon Untersander mit dem Siegtreffer für den SCB. Chancen auf beiden Seiten, das glückliche Ende für die Berner. Untersander macht's alleine. Scheibe ist drin. Allerdings war da Scherwe noch dran oder geht das Tor aufs Konto von Ramon Untersander. Das ist nicht ganz klar. Wir werden das gleich nochmal auflösen können. Untersander, herrliche Vorarbeit, wird aber auch gar nicht angegriffen. Und herrlicher Pass zu Untersander und da schlägt es bereits ein erstes Mal ein. 25 Sekunden sind gespielt und diese hochgelobte Defensive der SCL Tigers, die in den letzten Partien so wunderbar funktioniert hat, lässt sich ein erstes Mal... Ein Angriff in Überzahl, Untersander, Tor! 4:0 und das rund 10 Sekunden vor der Pause. Das könnte schon die Entscheidung sein, kurz vor der 2. Hier Moser, der sich durchsetzt gegen Chiesa. Plus am Blum. Und der Abschluss und das Tor von Ramon Untersander zum 1:0. Neun Minuten, 9 Sekunden gespielt. Scheint ihm nicht ganz alles zu passen. Marco Bell auf die andere Seite. Untersander! Was für ein Pass und was für ein Tor. Der beste Offensivverteidiger der Berner. Er trifft am heutigen Abend auch wieder. Plus. Schuss aus dem Handgelenk. Das ist Bodenmann. Quergelegt für Untersander. 5:1. Chapeau und noch einmal Chapeau für das Powerplay des SCB. Rappelin. Arcobelli jetzt gleich wieder in die andere Richtung. Das geht ja hin und her, fast wie beim Tennis. Untersander bietet sich an, Arcobello. Wieder nichts. Doch, das ist die Entscheidung. Ramon Untersander schießt den SCB zum ersten Sieg im neuen Jahr. Bern bezwingt Kloten heute Nachmittag mit 4:3 nach Overtime. Wegen Hackens also diese erste Strafe. Blum, was für ein Knaller! An die Latte und dann war die Scheibe drin. Und jetzt noch einmal der satte Schuss von Blum. Nein, der war nicht drin. Dann läuft die Aktion weiter und fällt hier hinter die Linie. Plus Untersander. Tor! 5:1. Untersander besiegelt den Untergang von Ambri im zweiten Drittel. Es ist das vierte Berner Tor. Abgelegt, Untersander, Scheibe drin! Powerplay-Tor für den SC Bern! 32 Sekunden sind erst gespielt und der Meister gleicht aus.